Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute ein provokatives Thema, und zwar, wir werden immer dicker. Was kann man dagegen tun? 7 Tipps. Als Gast haben wir Frau Birgit Förderer. Sie ist Diabetesberaterin und Ernährungsberaterin bei der AOK Mittlerer Oberrhein. Frau Förderer, was kann man verändern? Was ist Tipp 1? Tipp 1, da hätte ich die Analyse meines Essverhaltens als Vorschlag. Das geht ganz gut, es funktioniert super mit einem Ernährungsprotokoll, in dem ich mir einfach aufschreibe, wann und was und wie viel ich esse. Und dadurch kann ich in der Rückschau dann von einigen Tagen oder Wochen Ernährungsmuster erkennen, die negativ sind. Das schafft eigentlich jeder schon mit dem gesunden Menschenverstand und kann da schon ansetzen, Änderungen reinzubringen. Aber er muss ganz ehrlich zu sich selbst sein und jede Mahlzeit und jedes Stückchen Kuchen und jede Praline dazu mit auftragen. Das ist Voraussetzung. Also die Ehrlichkeit zu sich selber. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das geht, was ist denn dann Tipp 2? Tipp 2 ist, gar nicht erst anzufangen mit Kalorienzählen oder mit strengen Diäten, sondern eher diese Veränderungen in den Alltag rüberzubringen. Weil wenn ich strikte Diäten durchführe, dann ist ein Jojo-Effekt vorprogrammiert. Also wenn ich irgendwann dann mit diesen strengen Vorschriften aufhöre, weil ich einfach nicht mehr durchhalten mag oder kann, dann nehme ich sehr schnell Gewicht wieder zu und meist habe ich dann noch mehr auf der Waage wie vorher. Das würde doch so ungefähr bedeuten, so wie wir es früher gesagt haben, FDH, Futter die Hälfte. Nein, sondern ist das Richtige, würde ich sagen. Okay, also wäre das bedeuten, wie man die Ernährung umstellt. Und damit wären wir ja eigentlich schon bei Tipp 3. Genau. Eine Ernährungsumstellung ist ein langfristiges Projekt. Das kann ich nicht von Montag auf Dienstag bewerkstelligen. Ich muss also wirklich schauen, welche Dinge habe ich in meinem Ernährungsprotokoll herausgefunden, mich auf 2 Ziele erstmal beschränken und da versuchen, Kleinigkeiten an Veränderungen und Verbesserungen reinzubringen. Also kleine Schritte, aber dranbleiben und für die Dauer umstellen. Also nur Dinge mir vornehmen, die ich auch auf Dauer durchhalten kann. Bleibe ich bei diesen Ernährungsgewohnheiten dann bei meinen alten Gewohnheiten oder soll ich die Mahlzeiten in irgendeiner Form verändern? Sagen wir mal jetzt nur Eiweißdiät oder Kohlenhydratdiät oder reine Eierdiät oder was auch immer gemacht wird? Nee, ich sollte eigentlich das, was ich bisher gemacht habe, beibehalten, dass ich meine Gewohnheiten auch befriedigen kann, dass ich auch noch einigermaßen die Gewohnheiten habe wie vorher. Dann kann ich es länger durchhalten. Dann gibt es ja so Tipp 4, die Ernährungspyramide. Was ist das? Die Ernährungspyramide besagt die Zusammensetzung meiner Ernährung im Allgemeinen. Das sind auch schon durch die einzelnen Bausteine der Pyramide die Mengen vorgegeben. Man hat in der Basis die Flüssigkeitszufuhr, die abgedeckt sein soll, dann 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst, nicht mehr, 3 Portionen Getreideprodukte und Kartoffeln, die beschränkte Menge an Fleisch, Fisch, Ei, die vorgegeben ist, Fette in kleinen Ausnahmen und in kleinen Portionen und 1 kleine Ausnahme am Tag ist erlaubt an Süßem. Oh, gut. Und Tipp 5 wäre die Portionengröße. Ja, die Portionsgröße ist, wenn ich jetzt mein Gewicht reduzieren will, ich habe schon zugelegt, dann empfehle ich gerne den gesunden Teller. Der sieht so aus, dass ich die Hälfte des Tellers auffülle mit Lebensmitteln aus dem Gemüsebereich. Ob roh oder gekocht, exquisit zubereitet oder ganz einfach geschält und roh, ist egal. 1 Handvoll Beilage. Und das restliche Viertel vom Teller als Eiweißbeilage, Fleisch, Fisch, Ei, was ich essen möchte. Und Tipp 6 wäre ja die Mahlzeitenfrequenz. Also fragen wir mal, 3 Mahlzeiten pro Tag, 2 oder nur 1? Also 2 bis 3 Mahlzeiten sind empfehlenswert. Wichtig sind die Pausen dazwischen, dass ich also dann wirklich dazwischen gar nichts esse, sondern höchstens trinke, dann aber nur Wasser, Tee oder andere kalorienfreie, andere kohlenhydratfreie Getränke, dass also kein Reiz ausgelöst wird, Insulin auszuschütten, um dann Fett verbrennen zu können. Jetzt gibt es ja noch Tipp 7, das wären Fertigprodukte und Lebensmittelauswahl. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo man immer mehr Fertigprodukte nutzt. Ja, die
Fertigprodukte, die viele Zusatzstoffe enthalten, die sollte ich selten essen. Da sollte ich also wirklich auf Notfallsituationen zurückgreifen und besser möglichst unverarbeitete Lebensmittel benutzen. Also wieder selbst kochen. Ja, das wäre die Kochkompetenz muss gestärkt werden. Ja, vielen Dank, Frau Förderer. Das war außerordentlich interessant, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben jetzt gemerkt, wie einfach es sein kann, seine Ernährung umzustellen. Sie können diese Sendung abonnieren über den YouTube-Kanal des DRK. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder als Gast begrüßen dürfen. Mit freundlichen Grüßen aus dem Studio. Machen Sie es gut. Tschüss.